Hallo zusammen, willkommen zu meinem neuesten Video. Ich bin der Techpirat aus dem wunderschönen Düsseldorf. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht's wirklich mal ins Eingemachte und zwar um die Zahlen in meinem Automatenbusiness. Mache ich ja jetzt schon eine ganze Zeit. Da haben ja so viele nachgefragt und deswegen wollte ich die euch gerne diesmal mal komplett zeigen und zwar von Anfang an bis heute. Und warum das doch einige Änderungen in Zukunft meines Lebens mit meinem Laden und so weiter tatsächlich mit sich bringt, weil ich die Zahlen halt jetzt zeige. Aber das erkläre ich euch gerne nach dem Intro. Ja, seit wann mache ich das jetzt? Ende 2021 habe ich den Entschluss gemeinsam ja mit euch gefasst. Ich habe ja seinerzeit da ein Video dazu gemacht, doch mich mal mit dem Automatenbusiness zu beschäftigen. Es hat allerdings mittlerweile Dimensionen angenommen, die ich nicht so erwartet hatte, weil die Grundidee war ja damals, dass ich mir einen Snackautomaten anschaffe und die Technik damit lerne, weil immer mehr Computer da verbaut werden, dachte ich so zumindest. Und dann könnte ich ja mit meinem Computerfachwissen mich als Servicetechniker für verschiedenste Unternehmen zur Verfügung stellen. Aber die Situation ist dann doch ganz anders gekommen als erwartet. Ich habe seinerzeit eine kurze Anzeige auf eBay Kleinanzeigen geschaltet, dass ich einen Standplatz suche, weil einer meiner grundsätzlichen Überlegungen war, vielleicht erst doch mal einen Standort zu beschaffen und dann einen Automaten zu kaufen. Und aufgrund dieser Anzeige hatte sich dann ja seinerzeit die Automatenjungs gemeldet bei mir. Danke nochmal an die Jungs, denn die hatten ein paar Automaten abzugeben und zwar damals 4 Stück. Und ich habe dann diese 4 Stück Automaten übernommen, sollten 3 Standorte sein, sind dann allerdings nur 2 Standorte geworden. Aber so hatte ich so die Gelegenheit für mich, direkt mal ein Automat bei mir im Laden aufzustellen. Und hatte da jetzt keine großen Umsätze erwartet, aber dachte, komm, dann nimmst du den mal, kannst die Technik lernen. Und das war ein schöner alter Sandenvendo, ein Schachtautomat, 585 heißt er, und der bei mir da im Laden stand und den betreibe ich doch tatsächlich heute noch. Allerdings an einem anderen Standort. Natürlich an einem anderen Standort, weil im Automat, also nein, weil im Laden lief der Automat nicht. Das war mir aber schon klar, weil ich habe ja einen Computerladen mit einer Poststelle und da war zwar viel Frequenzion, also viele Leute, die so kommen. Also bei mir kommen locker 100, 150 Personen am Tag, aber letztendlich hat es nicht so gefruchtet. Also ein Automat war nicht gefragt. Ich habe auch einen Kiosk nebenan, ein großes Bütchen schräg gegenüber. Warum denn der Automat im Laden? Aber es war mir klar, darum ging es ja auch nicht. Ich wollte ja letztendlich die Technik sozusagen kennenlernen. Ich hatte allerdings nicht erwartet, dass Technik nicht mein Problem sein wird. Ich habe auch wenig, außer aus der Community, technische Anfragen bis jetzt. Also Mitbewerber sind gut strukturiert, Mitbewerber haben wohl eigene Technik. Also da hat kaum einer angefragt. Ich habe den einen oder anderen Einsatz für die Automatenjungs gehabt. Ich habe eine Menge Anfragen über meine Videos bekommen oder auf verschiedensten Wegen wurde ich ja kontaktiert oder kann ich ja kontaktiert werden. Der beste Weg, mich zu kontaktieren, ist entweder über den Chat-Icon auf den Webseiten oder über WhatsApp. Auch die findet ihr, die Kontaktdaten, ja überall. Und da könnt ihr mich anschreiben. Nicht optimale Kontaktierung ist über Facebook oder Instagram, weil das sehe ich tatsächlich sehr selten. Da gucke ich wenig rein. Also das ist, ich poste zwar auf allen Plattformen, aber die Kommunikation auf den Plattformen, die wird tatsächlich von mir nicht beobachtet, weil es ja nun mal andere und gute Kontaktmöglichkeiten gibt. Was allerdings auch in der ganzen Zeit stattgefunden hat, sind mehrere Buchungen. Also ich gebe die Möglichkeit, dass ihr bei mir eine Beratung buchen könnt. Die kann also grundsätzliche Beratung sein, spezielle Beratung fürs Business, also fürs Automatenbusiness oder Gründungsberatung. Auch da findet ihr einen Link auf meinen üblichen Plattformen. Und da könnt ihr so eine Stunde buchen. Und das haben tatsächlich einige in Anspruch genommen. Da ging es um Standortberatung,
allgemeine Fragen, technische Fragen und, und. Und das ist gut. So konnte ich also dann vielen helfen. Was ich aber nicht erwartet hatte, ist tatsächlich, dass ich ja in der ganzen Zeit dann einen Standort nach dem anderen dann dazu bekam. Und ich habe auch nicht erwartet, dass sich tatsächlich meine Automatentätigkeit eher in den klassischen Bereich bewegt. Klassischer Bereich bedeutet ja klassischer Automatenbusiness bei Betrieben, in Firmen oder ja sonst wo. Nur nicht im Outdoor-Bereich. Outdoor-Bereich habe ich zwar auch Automaten, wie ihr wisst, habe ich ja insgesamt zwei Outdoor-Automaten. Eigentlich muss ich gerade überlegen, habe ich drei. Davon stehen allerdings nur noch zwei Outdoor. Einer steht Indoor in einem Ministerium, weil er einfach von der Größe her sich dazu anbot und ich auch den Stellplatz nicht mehr hatte. Und so hat sich das quasi umgedreht. Zwei meiner Outdoor-Automaten, die stehen jetzt in Geldern auf der Hartefelder Dorfstraße als quasi Master-Slave, allerdings beides Master. Da ich nämlich im letzten Jahr einen weiteren Standort Outdoor verloren habe, da ging es um den Flughafen, ein sehr attraktiver Standort, den ich da hatte. Der war schön nah, da konnte ich eben hinfahren. Den musste ich allerdings aus technischen, angeblichen Problemen, die der Automat erzeugte, dann aufgeben. Und so habe ich mich entschlossen, den dann nach Geldern zu bringen, um da die Umsätze zu optimieren. Hat auch bis jetzt sehr gut geklappt. Ich denke, im Sommer wird sich dann wirklich zeigen, ob mein Vorhaben passt. Wie optimiere ich die Umsätze? Ganz simpel, indem ich einfach hingehe und die Artikelvielfalt erhöhe und gut verkaufte Artikel wie die Cola oder der Energy Drink in verschiedenster Art und Form dann einfach mehr bevorrat habe. Und dadurch habe ich tatsächlich eine signifikante Umsatzsteigerung erzielt. Leider nicht so gut wie bis jetzt am Flughafen, aber da arbeiten wir dran. Ja, und der Standplatz in Geldern an der Hartefelder Dorfstraße, der ist auch ausbaufähig nach wie vor. Da sind mittlerweile wieder andere Automaten hin. Es steht ja nicht nur meiner, sondern auch noch andere Automaten. Und ich denke, da werde ich das noch optimieren können. Nur meine ganzen anderen Automaten, die stehen tatsächlich indoor. Ich habe zwei Ministerien mittlerweile. Ich habe eine Schule. Ich habe einen Ponyhof. Ich habe einen Fahrradladen. Ich habe zwei verschiedene Speditionen. Ich habe einen ja, klassischen Industriebetrieb. Da stehen auch zwei Automaten mit also Snack und Heißgetränke und, und. Also hat sich komplett verlagert. Also ich hatte eigentlich quasi erwartet, dass das mehr so im Outdoor-Bereich ist. Weil wir haben ja alle den Paul gesehen, Paul Kramer. Und dann dachten wir, Mann, so einen Standort brauchen wir auch. Aber da bin ich schnell eines Besseren belehrt worden. Die Stadt ist lange nicht so gut wie auf dem Land. Also wenn du so einen Nischenstandort hast, wie beim Paul zum Beispiel, oder sein ehemaliger Partner um die Ecke, dann hast du Standortvorteile, weil da ist nicht viel auf dem Land und da fahren die Leute gezielt dahin. Das ist dann ein echt klassisches Bütchenersatz. Als Bütchenersatz machst du dann natürlich auch deine Umsätze und die Umsätze, die der Paul also angibt, sie sind ja durchaus real. Am Anfang hatten wir alle gedacht, das kann doch nicht wahr sein, aber es ist so. Also er zeigt es ja nun mal oft genug und die sind einfach da. Das hast du in der Stadt nicht. In der Stadt haben wir massive Konkurrenz und zwar ein Bütchen nach dem anderen. Ich habe bei uns hier auf dem Dorf, also in dem Stadtteil, also ich bin ja nur in einem, sagen wir mal, Vorort von Düsseldorf, aber nah dran, da gibt es auf einer Straße, auf einer Länge von 800 Metern, vier Bütchen. Vier Bütchen. Da weiß ich gar nicht, wie machen die das? Aber eben halt. Genauso wie es dann drei Pizzerien gibt und fünf Dönerbuden, so ungefähr. Ja? Und das ist halt Innenstadt. Also da sind wir sozusagen, oder nahe Innenstadt von Düsseldorf. Also die Innenstadt ist von hier, von wo ich wohne, ist, das sind 3,5 Kilometer. Dann bist du in der Innenstadt. Das heißt, ich bin im Speckgürtel nahe am Flughafen. Aber da kannst du einfach vergessen. Du kannst das nicht vergleichen. Ich sehe es ja schon in Geldern. Geldern ist ein dankbarer Standort. Das ist aber absolutes Dorf. Und da reicht halt die Einwohnerdichte nicht, um auf vielleicht auf so Zahlen zu kommen wie beim Paul. Weil der hat letztendlich den
Vorteil, dass das ja grundsätzlich da Richtung Ostfriesland strukturell komplett anders aufgebaut ist als jetzt nahe an Großstädten. Die Leute fahren von der Hartefelder Dorfstraße zum Einkaufen wahrscheinlich nach Geldern und kommen nicht dann dahin. Bei meinen Automaten, da werden eher so Gelegenheitskäufe gemacht. Aber was erzähle ich euch? Jetzt ist das Video schon 9 Minuten und wir haben noch gar nicht über die Zahlen gesprochen. Ich möchte aber ganz kurz schnell noch drauf eingehen, wie sich das so entwickelt hat zusätzlich. Das heißt, ich habe, wie ihr jetzt schon mitbekommen habt, viele Standorte mittlerweile, alle im Raum Düsseldorf. Der weiteste ist Geldern und mein größter Kunde ist in Duisburg. Und das ist alles machbar. Und jetzt zeige ich euch mal einfach, wie haben sich die Umsätze entwickelt. Ja, ich war am Anfang ja sehr transparent, was die Zahlen betrifft. Seht mir bitte nach, dass ich das nicht mehr ganz so machen kann. Ihr bekommt jetzt eine schöne Übersicht über die Zahlen und die Entwicklung, aber ihr könnt leider nicht diese Transparenz von mir bekommen, was jetzt die einzelnen Standortanalysen betrifft. Das liegt daran, dass ich ja bei Firmen untergekommen bin und ich möchte in keinsten Fall gegen irgendwelche Datenschutzerklärungen oder Ähnliches verstoßen. Das heißt also, hier müsst ihr mir ein bisschen nachsehen, dass ich jetzt nicht auf die Details gehen kann und auch nicht, welcher Automat wie viel erwirtschaftet. Ich kann euch einfach nur sagen, wie es momentan im Gesamten aussieht und was sich dadurch verändern wird oder warum sich da was verändern wird. Wenn ihr die Zahlen jetzt schon seht, dann seht ihr, dass ich doch eine enorme Steigerung hingelegt habe in den Jahren. Das hatte ich also auch nicht so erwartet. Und das wird auch die Konsequenz haben, dass ich tatsächlich zum 1.4., also in ein paar Tagen, mein Laden in der Form, wie er jetzt besteht, nicht mehr bestehen lasse. Ich werde die Öffnungszeiten sozusagen abschaffen. Ich werde den Computerladen nur noch gegen Termine öffnen. Und deswegen werde ich zum Beispiel als krasseste Entscheidung den ganzen Post- und Paketshop abgeben. Weil das hat mich eigentlich über die ganze Zeit nur genervt. Viel Arbeit, wenig Geld. Ich hatte überlegt, damit sozusagen so ein Grundrauschen zu erzeugen. Hat es auch. Die Miete konnte locker damit bezahlt werden. Aber du kannst kein Personal damit bezahlen. Und deswegen, vergiss es, weg mit dem Scheiß und sich wieder aufs Wesentliche konzentrieren. Das heißt, ich werde weiterhin Computerreparaturen machen, weil das ist sehr lukrativ geworden. Da ich kriegst du deutschlandweit aufgrund meiner Videos, bekomme ich Computer geschickt mit verschiedensten Konstellationen und Problematiken. Und deswegen ist das natürlich cool. Aber ich brauche den klassischen Endkunden nicht mehr. Und das hat mir allerdings überwiegend auch jetzt hier das Automatenbusiness beschert. Weil wenn ihr euch jetzt die Zahlen einmal anschaut, ich habe ja ganz so Ende September oder wann das war, habe ich gestartet in 2021 und habe dann tatsächlich da einen Bruttoumsatz von 2,6 gemacht. War kein doller Start und ich habe gedacht, boah, die wollen mich doch alle verarschen. Aber wenn ihr euch daran erinnert, 2021 und, also 2021 und 2022, da waren wir nun mal Corona gebeutelt und da war natürlich im Indoor-Bereich, und da ich ja von Anfang an Indoor-Automaten hatte und der Outdoor-Automat kam erst 22 dazu, der am Flughafen, war natürlich nicht allzu viel los. Ja, dann habe ich mit dem ersten Outdoor gestartet. Das heißt, ich hatte dann zu der Zeit 4 oder 5 betriebene Automaten und habe dann tatsächlich in 22 schon fast 30.000 Euro an Bruttoumsatz hingelegt. Das ist natürlich schon eine schöne Summe. Aber wenn ihr jetzt mal überlegt, Mann, das ist ja schon mit der ganzen Aufwand, ja, war jetzt noch nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Weil ich habe mir eigentlich vorgestellt, das, wo ich heute bin, dass ich das vielleicht dann schon 2022 erreiche. Aber ich habe ja einiges lernen müssen, vor allen Dingen, dass du eine große Stadt nicht vergleichen kannst mit so einem Dorf. Wir haben sogar in Düsseldorf Automatenkiosks gehabt. Die wurden eröffnet und die wurden kurze Monate später wurden die wieder zum Verkauf angeboten. Leider kann ich euch nicht mal genau sagen, warum, weil die waren auch in nicht weit von hier. Also ein Automatenkiosk war im Prinzip so eine 1 Kilometer von mir entfernt, von meinem Laden entfernt. Die wurden dann aber wieder zum Verkauf angeboten und du verkaufst kein gutes Business. Du verkaufst nur ein Business, wenn es schlecht läuft.
oder du möchtest in Ruhestand gehen oder einen sogenannten Exit machen. Also vermute ich, dass das nicht klappt, weil du kannst das nicht. Es gibt keine Blaupause dafür. Ich habe ja auch in 23 meinen eigenen Laden aufgemacht, allerdings auf dem Dorf. Und da konnte man sehen, das ist eine geile Konstellation, der lief. Aber den musste ich ja schließen, weil ich ja Probleme mit dem Amt bekommen hatte. Ich glaube, wenn ich die gleichen Möglichkeiten gehabt hätte wie der Paul, dann wäre das nach wie vor eine Goldgrube. Weil er lief und ich habe gedacht, ich sterbe, so viel Umsatz auf einmal und. Und ich musste ihn dann halt schließen. Das heißt, dann habe ich mich wieder zurückbesonnen. So ist das halt. Ja, und wie ihr sehen könnt, und da spielt dann der Laden teilweise eine Rolle und natürlich meine mehr Standorte eine Rolle, habe ich in 2023 schon einen ansehnlichen Umsatz von 64.000 Euro hingelegt. Das heißt, ich habe mich tatsächlich verdoppelt. Und das sind reale Zahlen, die habe ich heute erst aus dem System rausgeholt. Das heißt also, die werden in meiner Steuererklärung genauso aufgelistet sein. Ja, das heißt, das ist hier nichts, was ich euch erzählen will. Und ich habe in den 2,5 Monaten dieses Jahres, bin ich schon bei 21.000 Euro. Und wenn ihr das hochrechnet, das könnt ihr selber, die 21 durch 2,5 mal 12, damit wir auf den Jahresumsatz kommen, werde ich wahrscheinlich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit dieses Jahr die ersten 100.000 Euro Umsatz machen. Das mag für den einen oder anderen auch immer noch nicht die Erwartung erfüllen, aber für mich ist das absolut korrekt und absolut richtig. Und wie ihr wisst, ist Umsatz nicht gleich Gewinn und deswegen habe ich natürlich direkt hier auch eine Auswertung gemacht. Ich habe mir ein eigenes Tool programmiert, womit ich täglich, stündlich, minütlich meine Umsätze analysiere, um Ausreißer zu bekommen oder ähnliches. Das heißt also, dadurch, dass ja alle meine Automaten mit der Telemetrie sozusagen ja hinterlegt sind, habe ich die Möglichkeit, jeden Umsatz in Echtzeit zu sehen und pflege den dann natürlich auch entsprechend ein, beziehungsweise wird alles automatisiert gemacht. Muss ich mir gar keine Gedanken machen, ich starte meine App, die ich programmiert habe dafür und schon habe ich diese Auswertung. Diese Auswertung war von heute Morgen und da seht ihr immer die Rückschau der letzten 30 Tage. Das heißt, ich habe jetzt in den letzten 30 Tagen 8.500 Euro Umsatz gemacht. Davon habe ich einen Posten Freiverkauf. Freiverkauf bedeutet, das sind Produkte, die nicht durch die Mitarbeiter bezahlt werden, sondern durch den Arbeitgeber. Und den löse ich hier extra auf, damit ich so eine ungefähre Übersicht habe, weil da verstecken sich 80.000 Kaffee im Jahr drin, also 80.000 Heißgetränke. Habe ich ja ein schönes Video drüber gemacht, guckt einfach mal in meinem Kanal. Dann haben wir noch natürlich eine Einkaufssituation. Ich pflege also auch meinen Einkauf und wie ihr seht, haben wir 4.400 Euro, musste ich an Einkaufskosten aufbringen und habe dadurch in Anführungsstrichen nur einen Rohertrag von 3.141 Euro. Das ist eine Rohertragssituation von 41% und alle, die jetzt so meinen Kanal verfolgen und wissen, Moment, 41%, der hat doch immer davon gesprochen, das sind 50% müsst ihr haben, 50%. Ja, da bin ich auch nach wie vor bei euch. Da geht es aber um den reinen Snackbereich. Ich musste, um diesen Großkunden zu gewinnen in Duisburg, musste ich Kompromisse machen. Da musste ich quasi auf meine Marge verzichten, die aber maximal sozusagen hier mit 9% auf meine Gesamtmarge eingedrängelt hat, aber letztendlich mir einen erheblichen Rohertrag gibt aufgrund der Masse. Da geht es um Masse. Und wenn ich mehr Masse machen kann, und das seht ihr hier an dem Anzahlreiter in der Tabelle. Ich werde voraussichtlich 161.698 Stück irgendwas verkaufen. Was bedeutet das? Jetzt überleg dir bitte mal, du müsstest 161.000 Dinger über eine Theke geben. Also sprich, du hast einen Kiosk und müsstest die alle da einzeln ausgeben. Dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was das für eine Dimension ist. Aber das brauche ich nicht. Ich habe hier meine kleinen Roboter, meine Automaten und die machen das für mich. Und das ist einfach das Geniale an diesem Business, wo ich nach wie vor immer noch euphorisch bin und vor allen Dingen dankbar bin, dass ich da so tief eintauchen durfte und dass ich das auch tatsächlich machen durfte. Und ich habe mir extra ein paar Anmerkungen gemacht, damit ich die nicht vergesse. Nur dadurch bin ich natürlich in der Lage, die Poststelle nicht mehr zu machen, weil die brauche ich einfach nicht mehr. Ich habe sie vorher auch nicht gebraucht, aber es war nervig. Das ist Fluch und Segen zugleich.
Ich werde meine Öffnungszeiten radikal reduzieren, wahrscheinlich sogar komplett schließen und nur noch gegen Termine Öffnungszeiten machen. Ich werde dadurch mehr YouTube-Zeit haben. Ich werde mein Studio in meinem Laden ausbauen, weil Laden werde ich natürlich behalten. Ich brauche den als Lager und, und. Ich werde natürlich weiter den Computerservice machen, für meine Geschäftskunden zur Verfügung stehen, was total wichtig ist. Ich habe Rechtsanwälte, Steuerberater, Busunternehmer, die meinen Service in Anspruch nehmen im Bereich meiner Computerexpertisen. Und ich werde mehr KI-Entwicklung machen, weil das ist ein Thema, das lässt mir einfach keine Ruhe. Ich habe ja eine eigene App programmiert, eine Sehhilfe-App in KI gestützt. Ich habe noch diverse andere Apps KI gestützt. Ich habe Programme gemacht. Ich bin gerade dabei, eine Wirtschaftsanalyse zu programmieren, also wo quasi Kryptowährung und oder Aktien analysiert werden mit Hilfe von KI. Also Wahnsinn. Also das ist ein Thema, das lässt mir keine Ruhe. Und das schaffe ich tatsächlich nur durch das Automatenbusiness, weil ich habe einen Aufwand 4 bis 5 halbe Tage für diesen Umsatz. Mehr nicht. Buchhaltung dank Telemetrie fast null. Warum? Es wird einmal im Monat eine DATEV-Exportdatei generiert und da sind alle Bewegungen drin. Die ganzen sozusagen Bareinnahmen sind mit enthalten. Alles, jeder einzelne Teil, die ganzen Steuerberechnungen sind alle mit in dieser DATEV-Datei dank Telemetrie. Und dank den Automatenjungs habe ich von Anfang an die Telemetrie, die richtige Telemetrie genommen, weil das ist das A und O. Und nur so kannst du letztendlich, denke ich mal, dem Finanzamt gegenüber und dir gegenüber das alles schön rechtfertigen und vor allen Dingen auch ordentliche Arbeit leisten. Und du bist nicht damit gebunden, musst nicht unbedingt jeden Geldsack einzeln zählen. Was ich allerdings immer noch mache, weil ich will natürlich gucken, ob die Werte stimmen. Ne? Also Geld zählen ist ein echtes Hobby von mir. Ne? Und so hat sich das entwickelt. Und dadurch habe ich natürlich am Ende, weil ich halt diese Gesamtsituation sich so verlagert hat, mehr Firmenkunden jetzt als Privatkunden, beziehungsweise habe dadurch ein ganz anderes Bild, ja, was ich so nie erwartet hätte. Zweite Ministerium, die Schule hat nach Corona eingeschlagen wie eine Bombe. Ich muss in der Schule teilweise 2-mal die Woche muss ich hin, um da den Nachschub zu... Leider kriege ich da nicht mehr Automaten aufgestellt, weil da räumlich das sehr eng ist. Aber Hammer. Also das ist auch ein schöner Umsatzanteil. Und die Spedition ein großer Umsatzanteil. Also Hammer. Ja, und so sieht es jetzt aus. Jetzt habe ich euch quasi fast 20 Minuten, wahrscheinlich mehr als 20 Minuten hier vollgelabert. Aber jetzt wisst ihr, wo es hingeht, wo die Reise hingeht und. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann stellt die bitte für alle als Kommentar unter dem Video. Wollt ihr mich kontaktieren, nutzt die Kontaktiermöglichkeiten WhatsApp oder meine KI-Chats, die ich habe. Dann kriegt er schon eine schöne Auskunft, die sind extra dafür optimiert. Also ich würde mich freuen, vor allen Dingen, wenn ihr mich auf dem Weg weiter begleitet. Für die Leute, die natürlich sehr kritisch sind, na klar, bei dem Rohertrag, da werden auch noch ein paar Leasinggebühren abgezogen. Das hatte ich jetzt vergessen, fällt mir gerade noch ein. Aber am Ende bleibt natürlich trotzdem noch was über, was mir dann zusätzlich zu meiner anderen Arbeit dann eigentlich ermöglicht, gut davon leben zu können. Also man muss ja nicht Millionär werden damit. Ne? Ja, wie gesagt, Fragen, danke, Kanal abonnieren, danke, Daumen hoch, danke. Bis zum nächsten Mal, euer Tech-Pirat aus dem wunderschönen Düsseldorf.